Ja, und damit herzlich willkommen zurück hier bei Starfield. Ja, ich habe begonnen, einen kleinen Außenposten zu bauen. Was wir hier sehen, ist jetzt das Wohnmobil, was wir uns jetzt gleich nochmal einrichten werden, auf Tau City 2. Sehr hübsche Umgebung. Und habe jetzt hier einen Eisenextraktor dort hinten gebastelt, wo ich mir noch nicht sicher bin, wo denn das Eisen eigentlich landet. Denn ich glaube, dafür muss ich ein Feststofflager bauen und muss das Zeug dann irgendwann einfach abholen. Wie dem auch sei, jetzt habe ich mir hier so ein Wohnmodul hier hingepflanzt. Und dann schauen wir mal, was wir hier an Inneneinrichtungen finden. So, Werkbänke zum Beispiel. Industrielle Werkbank, die will ich auf jeden Fall haben. Und die stellen wir hier hin, genau. Weil ich wollte ja so ein Feststofflager bauen, aber mir fehlt ein paar Teile dafür. Ich hoffe, die kann ich jetzt gleich machen. Und ja, das Forschungslabor, das können wir hier quasi so daneben machen. Ja, hier hin. Ja, und kochen könnte auch oft irgendwann mal wichtig werden. Das können wir auch alles bauen, jawohl. So. Dann schauen wir mal weiter. Ausstellungspuppe, interessant. So, das sind Lagerkisten. Bildposter, Schild, Warnung, Dartscheibe, Teppich, Fußmatte. Ja, wir kommen schon mal so in die richtige Richtung. Toilette, Topfpflanze, Hängepflanze. Ja. Wie wir sehen, wir können hier wirklich einiges. Ja, so ein Teppich, oder? So zum... Es gibt 7 verschiedene Varianten. Ja. So, aber wie gesagt, es ist halt schwierig, jetzt den Winkel hier genau zu treffen. Ich meine, er muss nicht genau sein, aber das finde ich halt schade, dass das so... so grobschlächtig ist, dass man hier nicht... Ja, ich glaube, das passt jetzt halbwegs. Du bist ein fähiger Baumeister. Das will ich doch hoffen. Aber eigentlich suche ich was anderes. Nee, die Richtung. Genau, ein Bett. Das ist jetzt erstmal das Entscheidende. Dann haben wir hier auch Variationen. Doppelbett. Eine Pritsche, noch eine Pritsche. Gut, ich muss sagen, eigentlich reicht eine Pritsche ja hier für... für diesen kleinen Außenposten. Stellen wir mal 2 hier hin, für alle Fälle. Denn man kann ja hier auch eine Crew akquirieren, die dann hier für einen arbeitet. Und spätestens die werden dann Betten brauchen. So. Ich glaube, mehr braucht es dann auch erstmal nicht. Machen wir mal kurz schnell speichern, damit der Fortschritt nicht verloren geht. Und Sarah ist schon direkt am Forschen hier, sehr schön. Ja, das sind wie gesagt so diese Momente.
So, natürlich kann ich jetzt mich hier auch selbst schlafen legen. Gut, brauchen wir jetzt nicht, da die Gesundheit voll ist. Aber ich werde jetzt mal hier versuchen, ob ich das bauen kann, was ich jetzt... Genau, diesen adaptiven Rahmen brauche ich jetzt noch zweimal, um dieses Lager bauen zu können. Genau. Gehen wir mal wieder vor die Tür. Also natürlich kann man auch noch viel, viel größere Komplexe bauen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass Bethesda da irgendwann noch mal so ein paar Bauteile nachliefert. So, genau. Wir wollten jetzt das Feststofflager bauen. Genau. Dann haben wir nochmal die Ansicht. Hier auch direkt irgendwie. Ne, die haben damit nichts zu tun. Die stehen dann also nur so rum. Also, was heißt nur so? Machen wir die auf die Seite. Einmal. Oh, genau. Da können die docken direkt an. Man sieht jetzt aber auch nicht. Ah ne, jetzt haben wir ja keinen adaptiven Rahmen mehr. Weil ich ja noch welche bauen könnte. So. Jetzt gucken wir mal, ob nach... Ah. Okay. Das wird quasi hier. Oh, Ausgabelink. Okay, jetzt kann ich quasi sagen, mit wem das verbunden wird, damit das mit ach, zu einem Sammler nicht möglich. Okay. Also es gibt ein Eisen, alle 1:30 Minuten, glaube ich, war es. Okay. Aber hier kann ich ja wahrscheinlich jetzt das Eisen und auch das Nickel und so weiter. Müsste ich doch eigentlich jetzt hier transferieren können. Ja. Wobei Eisen auch gar nicht so schwer ist. Ja, jetzt haben wir hier Eisen drin. Wie viel da reinpasst, allerdings keine Ahnung. So, und damit das Ganze noch mal ein bisschen runder wird, bauen wir noch ein Landepad, ein kleines. Schon vorbei.
Landeplatz mit Schiffsspieler. Ja gut, oh. Außerdem kannst du dein Schiff modifizieren, aber ich wollte eigentlich den normalen Landeplatz. Ja. Ja, da fehlt mir jetzt das Aluminium für. Ja gut, egal, dann ist das so. Dann haben wir jetzt trotzdem unseren kleinen Außenposten erstmal fertiggestellt. Und vermutlich wird man noch viel mehr mitmachen können. Wenn man gewisse Dinge noch verbindet, und ich glaube, man kann mit Sicherheit auch noch einige Bauteile freischalten, erforschen, wie auch immer. Jo, gut. Dann würde ich sagen, haben wir das jetzt erstmal. Und bringen die Artefakte jetzt erstmal zurück nach New Atlantis. Wir haben jetzt zwei Stück. Meine Crew-Position ein. Dann wollen wir mal. Wahrscheinlich habe ich jetzt nicht geguckt, was die Außenpostenmission eigentlich, was ich eigentlich machen soll. Habe wahrscheinlich die Mission noch nicht abgeschlossen. Könnte ich mir vorstellen. Obwohl, das glaube ich, ist tatsächlich, glaube ich, weg, die Mission. Gut, dann. Ah ja, da ist der Außenposten, okay. Gut. Ist natürlich jetzt, hätte sich hier natürlich jetzt hier drüber überlagert. Wenn ich jetzt hier selber noch mal woanders entschieden hätte, hier einen, zum Beispiel hier hätte ich ja landen können und da dann Außenposten erstellen, dann hätte der sich wahrscheinlich auch hier direkt angezeigt. Aber ist okay, passt schon. Also. Stadt gescannt. Bitte weitergehen. Okay. Kein Kopfgeld. Dann schön.
Was ich mich gerade frage ist. Ob ich irgendwo eine Anzeige habe, wo ich alles Außenposten habe. Ah, hier, das ist wahrscheinlich das Symbol für Außenposten. Ist auch schon Level 10 Gebiet eigentlich, okay. Kann man hier die Legenden irgendwie zeigen, was diese Symbole alles bedeuten? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Ja, wollte ich nur gerade noch mal checken. Weil sonst verliert man eventuell ja irgendwann dann doch mal den Überblick. Hoffentlich hat Aquila City was für. Jo, ich war aber noch nicht da. Ich habe mich erst mal um Artefakte gekümmert. Jetzt sogar gleich zwei Stück. Und ehrlich gesagt hätte ich gerne Andrea in meiner Crew. Gucken, ob die jetzt auch hier rumläuft und ich sie mitnehmen kann. Andrea und Vesco, ehrlich gesagt, das wäre so keine schlechte Kombi. Ich kann ja zu Hause zu sein. Erst nur zwei mitnehmen. Ich stehe zu Ihnen, Captain. Wir haben uns Sorgen gemacht. Warum? Dass ich möglicherweise nichts zur Mission beisteuern würde? Nein, wir dachten, du wärst vielleicht verletzt. Oh, dann... Danke. Aber das war nicht nötig. Wir hatten Erfolg. Schön, wieder da zu sein. Ich bin neidisch auf euch zwei. War selber auf der Suche, aber kam mit leeren Händen zurück. Die könnten überall sein. Eingeschlossen in einem Fels oder bei einem ahnungslosen Ramschhändler schlummernd. Welchen Spuren bist du gefolgt? Den Scans des Auges, aber du warst zuerst da. Da habe ich wohl gebummelt. Zu dumm. Hab gewonnen. 3 Artefakte zu 0. Ist das ein Wettkampf? Von mir aus? Oh nein, fangt mir nicht so an. Wir sollen zusammenarbeiten, nicht rivalisieren. Etwas Rivalität hat noch nie geschadet. Sie spornt uns zu Bestleistungen an. Oder bringt nichts als Ärger. Ärger, der eine Brutstätte für Misstrauen ist. Noelle hat recht. Tja, es gab schon den ein oder anderen Vorfall. Was meinst du? Etwas Konkurrenz schadet nicht, oder? Ist ein zweischneidiges Schwert, es gibt Pros und Kontras. Seltsamerweise sehe ich das ähnlich. Und wieder lacht mir die Dualität der menschlichen Natur ins Gesicht. Wenn diese Unterhaltung so weitergeht, lache ich dir noch ins Gesicht, Matteo. Seht ihr, was ihr getan habt? Unser Neuzugang versucht verzweifelt, nicht Partei zu ergreifen. Wisst ihr was? Ich habe gerade gemerkt, dass ich die ganze Unterhaltung an mich gerissen habe. Es geht hier um dich und Andrea und den Sieg für die Gruppe. Ich bin sehr gern Teil einer Debatte. Es war gut, eure Meinungen zu hören. Aber es stimmt, dass wir gemeinsam etwas erreicht haben. Vielen Dank für die Hilfe. Gleichfalls, ich würde gerne weiter gemeinsam umherziehen. Geht klar. Finden wir heraus, was es da draußen noch so gibt. Noelle. Die neuen Artefakte haben interessante Daten zu bieten. Sag dem Neuling, wir treffen uns auf der Station. Bestätige, Wladimir. Er ist unterwegs. So. So sehr ich es auch liebe, neue Fragen zu entdecken, ein paar Antworten hier und da wären schön. Hoffentlich kommt Barrett zurück. Ich weiß, er gerät ständig in Schwierigkeiten. Und alle gehen einfach davon aus, dass es gut geht. Aber trotzdem. Jedes neue Wissen hilft uns. So, zack, zack.
will irgendwie da jetzt nicht alles verkaufen. Pass auf dich auf, okay? So, aber irgendwer hat doch noch, oder war er? Ich habe das Gefühl, dass ich mein ganzes Leben lang hierauf gewartet habe. Die Constellation, die Artefakte. Klingt das verrückt? Es ist natürlich alles ganz großartig, aber wir stehen jetzt echt unter Druck, oder? Wir dürfen keine Fehler machen. Pass auf dich auf! Es ist ruhiger hier, seit Wladimir dauerhaft auf das Auge gezogen ist. Ah, hallo. Ah, nee, sie ist jetzt meine Begleiterin, sehr schön. War das dann alles? Die Frage ist, kann ich denn jetzt fest auf meinem Schiff eine Crew zuweisen? So. Aha, genau. Das wusste ich doch. Irgendwie geht das. So, Schiff. Also mit Andrea könnte ich sogar schleichen, weil die schleicht nämlich auch. Das wäre gar nicht mal so verkehrt. Ah, genau, das wollte ich doch. Dass sie auf meinem Schiff ist. Weil ich mich natürlich jetzt frage, ja gut, Energiewaffensystem, also das würde, ja, hilft das meinem Schiff? Das ist eine gute Frage. So, und wie gesagt, ich würde eigentlich gerne auch Vesco mitnehmen. Ich hoffe, ihr Quartier ist zu ihrer Zufriedenheit. Der taucht aber jetzt gar nicht auf. Ich hoffe, ihr Quartier ist zu ihrer Zufriedenheit. Weil der bringt ja anscheinend was auch für das Schiff, wenn der da... Captain, ich begebe mich an die zugewiesene Position. Ja, genau. So will ich das doch haben. Perfekt. Dann haben wir das doch schon mal erledigt. So, weil ich glaube, nämlich der hat Fähigkeiten, die in meinem Schiffskampf auf jeden Fall was bringen. Und Andrea kann ich so mit auf die Außenmission nehmen. Hallo, Captain. Gut. Dann bin ich jetzt fast geneigt zu sagen, mich nach Aquila City zu bewegen. So, und das ist... Hier, ich muss den Ast von Lea Kassler beschaffen. Ja, da geht es, glaube ich, genau um die Baumgeschichte. Gut, dann schauen wir mal, wie sich das jetzt auch auswirkt auf den... Ja. Weil ich stelle selber gerade fest, so also ganz ohne Schleichen geht es halt einfach nicht. Man kann halt so gut aus dem Hinterhalt schon den einen oder anderen aus dem Spiel nehmen, sozusagen. Und Andrea kann ja schleichen, aber sie kann sich zumindest unsichtbar machen, das haben wir ja gesehen. Zum Glück sind diese Fahrten kurz. Ich mag es nicht mit vielen
ihr unbekannten Menschen auf engem Raum zu sein. Ja, die gefällt mir. Diese Statue gefällt mir. Ob sie wohl der ursprünglichen Vision des Künstlers entspricht? Oder hat er das Design während der Arbeit abgeändert? Ja, das hat Sarah auch schon gemeint. Und ich weiß immer noch nicht, um welche Statue es geht. Und ist mir jetzt auch ehrlich gesagt erstmal egal. Weißt du, warum die Crimson Fleet überall zu sein scheint? Natürlich sehen die United Colonies ganz genau zu. Gott bewahre, dass ihnen etwas entgehen könnte. So, es müsste eigentlich... Immer wieder ein schöner Moment, zum Schiff zurückzukehren. Aber Vasco ist jetzt nicht hier. Aktuell keine Aufträge für Vasco, okay? Naja, dann kommt er vielleicht noch, oder... ist woanders. So, dann müssen wir mal schauen. Cheyenne, das wird ja dann wohl richtig sein. Unerforschte Route, ja, es ist dann halt so. Das reicht aber auch gerade so mit dem Treibstoffverbrauch. Ah, okay, ich muss erst nach Olympus springen wahrscheinlich und dann... Ah, jetzt geht's, okay. Wir sind nur zu nah beieinander, die beiden Systeme, so wie es ausschaut. Raumstation. Jo. Mal gucken. Okay, das klingt nicht gut. Aber wir sind ja auch auf dem Weg woanders hin. Nämlich hier nach Cayenne. Also ich schätze mal, da ich jetzt hier... Du befindest dich im Freestar Collective Raum. Kurs beibehalten, während wir nach...
Ihrer Schmuggelware scannen. Das wär's. Genießt die Luft in Aquila City. Gut, ich denke mal, dass wir in Zukunft jetzt dann direkt dahin fliegen können, nachdem wir Olympus quasi jetzt entdeckt haben als Durchgangsroute. Dann würde ich sagen, landen wir. Weil sie scannen den Planeten. So, und Aquila City ist hier. Dann landen wir. So, das ist anscheinend jetzt das. Das Konkurrenzsystem oder die Konkurrenzfraktion zu den United Colonies. Zumindest klingt das jetzt so. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Seid gespannt, wie es weitergeht. Ich werde noch ein bisschen aufnehmen. Bis dahin. Ciao, ciao.